Ja, willkommen zum dritten Track in dieser Session. Es geht erstaunlicherweise wieder um GDIs und es geht wieder um die Cloud. Und Arne Schubert wird uns dann jetzt zusätzlich ein bisschen was über Microservice erzählen und wie das Ganze zusammen funktioniert und wann es Sinn macht und wann vielleicht auch nicht. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin Arne Schubert. Ich bin Teil des Jager Development Teams. Ich bin da Maintainer. Wir machen einige, vor allen Dingen Frontend-Sachen bisher, zum Beispiel die Integration von Leaflet in Angular, haben aber auch mehr und mehr angefangen, quasi Microservices zu bauen und diese auch quasi direkt Cloud-fertig zu machen. Genau, und ach ja, die Foskes-App, die ihr heute, also die ihr auf der Konferenz sehen könnt, die haben wir mich zum Beispiel auch erstellt. Da sind auch recht viel Erfahrungen, die ich mit der Infrastruktur, die dahinter steckte, auch nochmal in diesen Vortrag mit eingeflossen. Ja, zunächst erstmal, was ist die Cloud? Ich fasse mich hier jetzt, glaube ich, etwas kürzer, weil das, glaube ich, schon in den Vorträgen vorher geklärt worden ist. Wir haben ja auf der einen Seite so Dienstleistung quasi, dass wir Rechenleistung oder Speicherplatz uns einfach recht einfach mieten können. Es gibt aber auch sowas wie Anwendungssoftware, die ich mir im Endeffekt benutzen kann, ohne dass ich sie mir auf meinem Desktop-PC oder ähnliches installieren kann. Das würde auch als Cloud gelten, aber um diese Cloud geht es jetzt eigentlich gar nicht. Da haben wir auch die verschiedenen Service-Modelle, eben Software as a Service, Plattform as a Service oder Infrastructure as a Service. Ich habe jetzt Infrastructure as a Service mal hervorgehoben, weil darum geht hier dieser Vortrag jetzt hauptsächlich. Dann gibt es verschiedene Liefermodelle, die Public Cloud, die Private Cloud. Also Public Cloud ist einfach ein großes Rechennetz, wo ich einfach mir Ressourcen buchen kann. Die Private Cloud wäre dann, dass ich eigentlich ein eigenes Rechennetz habe, aber diese Cloud-Funktionalitäten, also dass ich mir einfach wie eine Dienstleistung, Rechenleistung oder Speicherplatz buchen kann, in meinem eigenen Rechennetz mir buchen kann, und dadurch habe ich natürlich den Vorteil, dass das Ganze auch noch mal eine Ecke sicherer ist. Und daneben steht die Virtual Private Cloud, das ist so wie Virtual Private Network, also wir haben ein an und für sich öffentliches Netzwerk, wir verschlüsseln aber alles dazwischen, sodass das quasi im Endeffekt wie eine Virtual, wie eine Private Cloud später funktioniert. Auch hier ist der Hauptaugenmerk des Vortrags vor allen Dingen auf die Public Cloud. So, wo sind die Vorteile der Cloud? Sie sind natürlich sehr flexibel. Ich kann die Größe ziemlich, ja, wie ich will, bestimmen. Die Leistung, die Laufzeit ist vor allen Dingen aber auch hier flexibel. Ich muss mir nicht erst irgendwo einen Rechner mieten. Der dauert auch wahrscheinlich je nachdem noch, bis das er eingerichtet ist. Deswegen haben wir hier auch einen sehr geringen Einrichtungszeitraum. Die Abrechnung ist in den meisten Fällen eigentlich sekundengenau. Und die kleinen Instanzen sind typischerweise günstiger, also auch im Verhältnis, als die großen Instanzen. Also es wird uns von den Cloud-Anbietern auch meistens so ein bisschen auferlegt, mach kleine Instanzen, fahr die schnell hoch, fahr die auch wieder schnell runter, wenn du sie nicht mehr brauchst, und nicht irgendwo einen Rechner stehen zu haben, der die ganze Zeit durchläuft. Ja, die Nachteile, die Cloud ist erstmal, wenn ich jetzt nicht skalieren kann oder will, relativ teuer im Dauerbetrieb, zumindest im Vergleich zu einer Nicht-Cloud-Lösung. Wir haben keine statischen Maschinen, das heißt, wir haben viele Instanzen auf der einen Seite und diese wechseln auch ständig, zum Beispiel die IP-Adresse, und die Erreichbarkeit ist damit nicht so einfach wie bei einer Nicht-Cloud-Lösung, sage ich einfach mal. Außerdem wird persistenter Speicher nochmal anders behandelt, typischerweise. Das heißt, den muss ich mir auch nochmal extra dazu buchen, der kostet nochmal extra. Normalerweise sind die Instanzen quasi da, wenn ich sie hochfahre, und wenn ich sie runterfahre, ist auch wieder alles weg, was da drin gespeichert ist. Und für manche Anwendungsfälle, je nachdem, auch interessant, es ist halt virtualisiert schon. Wenn ich jetzt selber nochmal irgendwo da virtualisieren will, habe ich oft Probleme und das lohnt sich dann nicht. Ja, Microservices, wenn ich mir jetzt die Cloud angucke, wie gesagt, der große Vorteil ist ja, dass ich Instanzen schnell hoch und wieder auch runterfahren kann. Das ist eigentlich perfekt, um mit einem Microservice-Pattern das Ganze umzusetzen. Da aber jetzt die Frage, was sind eigentlich Microservices?
Das ist eigentlich eine Anwendungssoftware, die unabhängig in einzelnen Prozessen komponiert werden kann und über sprachunabhängige Schnittstellen kommunizieren kann. So steht es zumindest in etwa auf Wikipedia auch. Wo sind die Vorteile der Microservices? Wir haben einzelne kleine Services, die sind im Gesamtkontext natürlich relativ gut überschaubar, im Gegensatz, wenn ich das Gesamte wie ein Monolithen oder Ähnliches überblicken muss. Ich muss eben diese klar definierten Schnittstellen haben, das ist aber auch ein großer Vorteil, dadurch habe ich eine klare Kommunikation. Sie sind individueller skalierbar, das ist ja oft immer so das Problem, irgendetwas verbraucht wahnsinnig viel Rechenleistung. Wenn ich das in Microservices packe, kann ich einfach auch besser gucken, welcher dieser Microservices hat gerade viel Leistung, die er erbringen muss. Und den könnte ich dann einfach mehrfach hochfahren oder eine größere Instanz geben oder Ähnliches. Vor allen Dingen haben wir aber auch ein unabhängiges Deployment. Das heißt also, wir sind jetzt nicht zum Beispiel darauf angewiesen, dass wir sagen, okay, wir bringen am Ende des Monats eine neue Version raus und das dauert dann vielleicht auch 3-4 Tage, bis das die neue Version draußen ist, sondern wir können jeden einzelnen Service jederzeit eigentlich deployen. Und dadurch können wir viel schneller neue Features rausbringen und halt eben auch unabhängiger. Wir müssen uns da nicht mit großartig anderen Services absprechen. Wir können aber auch zum Beispiel einen Service leichter austauschen. Also wenn uns jetzt irgendwo auffällt, dieser Service macht uns immer wieder nur Probleme, dann könnte man halt eben hingehen, es kommt hier vor allen Dingen auf die Programmiersprachen unabhängige Schnittstellen drauf an und die müssen nur erhalten bleiben. Ich kann aber da deswegen auch ohne weiteres mal hingehen und nur so einen kleinen Microservice neu schreiben oder halt eben auch erweitern, ändern und. Das geht auf jeden Fall viel leichter in Microservices. Microservices sind aber auch unabhängig von Programmiersprache und Technologien. Das bedeutet also, wenn in einem Microservice, sagen wir mal, Elasticsearch unbedingt gebraucht werden würde oder viele Probleme lösen würde, dann kann dieser Microservice ohne weiteres mit einer anderen Technologie arbeiten als die anderen Microservices. Aber halt eben auch genauso mit den Sprachen. Also ich könnte einen Microservice in Go schreiben und den anderen in JavaScript oder ja, wie auch immer. Wenn das alles gut hochgezogen worden ist, dann sind wir auch prinzipiell ausfallsicherer. Wir fahren halt eben typischerweise einen Microservice immer nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal hoch. Wenn ein Microservice ausfällt, ist immer noch der andere da. Und wenn man eine gute Orchestration hinter seinen Microservices hat, dann sollten auch die schnell wieder von anderen Instanzen hochgefahren werden können. Was aber, finde ich, der größte Vorteil von Microservices ist, ist, dass man seine Software nach seiner Organisation in der Firma strukturieren kann. Das wird oft in Zusammenhang mit Microservices genannt, das sogenannte Conway's Law. Und hier, denke ich mal, ist auch der wirklich mit größte Vorteil in Microservices, weil einfach die einzelnen Teams unabhängig miteinander arbeiten können, aber trotzdem einen Gesamtservice dahinter bilden können. Allerdings haben auch Microservices Nachteile. Zunächst erstmal, sie sind dezentral. Das werden wir später auch noch sehen, was da alles für Herausforderungen dann kommen. Die Response Time ist typischerweise deutlich höher in einer Cloud. Also wenn ich jetzt was Zeitkritisches habe, wo ich so wenig Latenz wie möglich haben will, wird ein Microservice wohl nicht der Perfect Match quasi für uns sein. Die Kommunikation ist oft schwieriger, also vor allen Dingen was Punkte Erreichbarkeit und so angeht. Ich nehme da oft das Beispiel, wenn ich innerhalb zum Beispiel von einem Monolithen bin und irgendeine Funktion aufrufen will, ist das eine Sache von Nanosekunden oder Mikrosekunden, bis dass dieser Funktionscall ausgeführt wird. Innerhalb einer Microservice-Struktur muss ich ja erst mich an einen anderen Service übers Netzwerk wenden. Das wird wohl eher im Millisekunden- oder noch 10er-Millisekunden-Bereich und höher halt eben liegen. Und vor allen Dingen, die ganze Architektur ist deutlich aufwendiger. Wir brauchen Spezialisten, die Umgebung ist deutlich aufwendiger. Aber wie gesagt, mit den Vorteilen, denke ich mal, sieht man halt eben ja auch, ich finde die Cloud, die hält sich in etwa die Waage, aber die Microservices bringen dann eigentlich im Endeffekt den tatsächlichen Vorteil hinter einer Cloud-Umgebung. So, was brauchen wir? Zumindest nach meiner Meinung unbedingt eine Vision. Wir müssen uns klar sein, was wir überhaupt in der Cloud
ausnutzen wollen. Also vor allen Dingen sonst gegebenenfalls auch in den Microservices. Warum wollen wir in die Cloud? So, und dadurch sollten wir dann unsere Mission, wie wir das Ganze umsetzen wollen, überlegen. Darin sollte natürlich die Vision auch mit berücksichtigt werden und drin enthalten sein. Aber wir sollten auch uns Strategien natürlich auch für die Vorteile, aber vor allen Dingen für die Nachteile der Cloud und vor allen Dingen der Microservice hier bewusst sein. Gehen wir darauf einfach mal ein paar Strategien, wie wir gegen die Nachteile entgegengehen können und was sind überhaupt Nachteile. Zunächst erstmal haben wir ein Problem, was das Logging angeht. Wir haben ganz viele einzelne Microservices auf unterschiedlichen Maschinen. Wenn jetzt da irgendjemand Informationen haben will, was jetzt gerade irgendwo nicht richtig läuft, dann hätte ich jetzt je nachdem das Problem, dass ich von meinem Rechner als Entwickler auf wer weiß wie viele Instanzen und vor allen Dingen Services zugreifen müsste und da einzeln die Logs holen müsste. Das wäre natürlich nicht wirklich schön und ganz schön aufwendig. Was man dafür natürlich dann nutzen kann, ist ein zentrales Log. Das heißt also, jeder dieser einzelnen Services schickt seinen Log, was er hat, an einen zentralen Service. Dieser breitet die quasi auf. Man kann das dann auch zum Beispiel durchsuchen oder Ähnliches. Empfehlen kann ich hier vor allen Dingen den ELK-Stack. Den nutzen wir bei Rewe Digital zum Beispiel. Und das ist schon eine echte Erleichterung. Man sieht halt eben hier auch in der zeitlichen Reihenfolge dann Logs auch über alle Services hinweg und kann darüber dann zum Beispiel auch recht gut schließen, was ist da jetzt abgelaufen. Wir haben allerdings auch innerhalb des zentralen Logs ein Problem. Wenn wir uns das jetzt hier einfach mal vorstellen, hier sind zwei Rechner, die machen zwei Anfragen gleichzeitig. Ich kann ja jetzt von außen nicht sofort sehen, an welchen Gateway hat sich zum Beispiel der Rechner gewendet, wenn es vor allen Dingen alles skaliert ist und mehrfach hochgezogen ist, welcher Webservice hat darauf danach geantwortet und welche anderen Services hat der Webservice jeweils angesprochen, also sei es Datenbank, Benutzerservices oder Ähnliches. So, und haben wir aber eine Correlation-ID oder Ähnliches in unserem Log, dann haben wir halt eben den großen Vorteil, dass wir diese Wege nachvollziehen können. Also das heißt, wir sollten nicht nur loggen, sondern wir sollten möglichst versuchen, in unserer Gesamtarchitektur eine Correlation mit reinzubringen. Und die sollte natürlich so früh wie möglich innerhalb des Aufrufs auch überhaupt generiert werden, damit diese auch einheitlich bis zum letzten Service erkennbar ist. Und der muss natürlich auch von Service zu Service weitergegeben werden und auch geloggt werden, sonst bringt uns das natürlich auch nichts. So, ein weiterer Punkt ist Debugging im Log. Wenn halt eben irgendein Service an einer Stelle nicht richtig funktioniert, ist es sehr praktisch, wenn man durch irgendeinen Flag, sei es ein Query-Parameter oder ein Header oder Ähnliches, den man versendet, einen Debugging-Modus einstellen kann, wo dann die Services noch deutlich verboser quasi loggen können. Weil das wollen wir auch typischerweise nicht, dass ständig ein so ausführliches Log mitgeschrieben wird. Ein weiterer Punkt ist dann die Service Discovery. Wir haben ja jetzt das Problem, wir haben ganz viele Services, die kommen auf, die werden mehrfach auch je nachdem skaliert und sind mehrfach da. Wie schaffen wir es also jetzt, dass der eine Service weiß, wo der andere Service überhaupt ist? Dafür gibt es einerseits die einfache Möglichkeit, die ich jetzt hier auf der rechten Seite quasi habe, dass man Reverse Proxies dafür nutzt, zum Beispiel Docker Swarm macht sowas auch automatisch. Das heißt also, ich wende mich dann jedes Mal an den Load Balancer und der Load Balancer schickt das dann an den jeweiligen Service weiter, den er kennt. Ein bisschen eleganter, finde ich, geht das Ganze aber auch noch zum Beispiel mit Consul. Er bietet einem einen Domain Name Service im Endeffekt an und über den kann ich dann meine Services auflösen und kann auch jedem einzelnen Service wiederum die Möglichkeit geben, das über DNS aufzulösen. Und DNS benutzen wir so oder so bei vielen anderen Sachen im Internet. Aus diesem Grund ist das, finde ich, eigentlich noch eine deutlich schönere Lösung. So, ein weiteres großes Problem ist natürlich die Kommunikation zwischen den Services. Das Allerwichtigste, finde ich, zunächst ist, dass die Schnittstellen ganz klar und super durchstandardisiert werden sollten. Im Endeffekt, wenn wir jetzt wieder über die einzelnen Teams reden, die die einzelnen Microservices pflegen, dann ist auf jeden Fall immer das
Team, das für den Service verantwortlich ist, auch für die Schnittstellen verantwortlich. Und die müssen aber auch die Möglichkeit haben, dafür eine Verantwortung tragen zu können und dies aufbauen zu können. Genauso sollten aber diese Teams dann darauf achten, dass die APIs keine Breaking Changes haben. Denn das sorgt automatisch immer für irgendwelche Probleme. Und in den meisten Fällen ist es ja auch irgendwie möglich, ohne Breaking Changes auszukommen. Dann muss man halt eben einen neuen Endpunkt errichten oder Ähnliches. Es gibt natürlich auch Sachen, da geht das nicht, gerade bei rechtlichen Aspekten oder Ähnliches. Aber in diesen Fällen sollte auf jeden Fall eine super Kommunikation zwischen den Teams jetzt auch möglichst wieder herrschen, dass das einfach kommuniziert wird und man sollte das auch ein bisschen beobachten, ob diese Schnittstellen, die deprecated sind, noch genutzt werden oder nicht. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, das sogenannte Contract Testing. Pact ist da zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Damit kann ich quasi zwischen den Teams so eine Art Vertrag, wenn man so will, einen digitalen Vertrag schließen. Man sagt also, ich benutze folgende Schnittstellen und erwarte da folgende Daten. Und diese Daten kann man dann dem anderen Team mit Pact einfach mitgeben und Pact testet das dann gegen die API von selber. Und dann würde auch das Team sofort informiert werden, hier ist ein Change, das das andere Team betreffen würde. Die könnten so nicht mehr weiterarbeiten. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist, gerade wenn wir in der Public Cloud sind, dass wir unsere Kommunikation absichern. Ich finde immer da am besten eigentlich das TLS-Verfahren, gerade jetzt in der Version 1.3, wo es diese Neo-Zero Round-Trip-Time gibt. Also das heißt, die Kommunikation ist hier auch relativ schnell und erzeugt nicht so viel Overhead. Und so kann man dann auch innerhalb der Public Cloud quasi diese Private-Public Cloud sicherstellen. Ein weiterer Punkt, in der Kommunikation ist meistens findet man da REST-APIs vor. Das heißt, ich mache einen Request und kriege eine Response zurück. Das funktioniert auch meistens sehr gut. Es gibt aber gewisse Sachen, also wenn sich Daten selten ändern zum Beispiel und ich die jedes Mal abfragen müsste, hätte ich da auch zumindest viel Overhead. Man könnte jetzt mit Caching arbeiten, macht aber auch Probleme. Hier empfehle ich aber vor allen Dingen Event-Streams, wie zum Beispiel Kafka zu nutzen. Das heißt also, wenn eine Änderung in einem Service entsteht, produziert er das als Message, so heißt das, und andere Dienste consumen das dann im Endeffekt. Also die können darauf reagieren. Die sagen wir einfach mal, ein neuer Benutzer wird erstellt und es gibt andere Services, die sagen, wenn ein neuer Benutzer erstellt wird, dann informier mich darüber. Und dann können die diese Informationen direkt abgreifen. Dadurch habe ich natürlich deutlich weniger unnötige Kommunikation. Dann ein weiterer Punkt, die Metriken. Metriken sind super, um Probleme im Vorfeld zu erkennen, aber auch zum Beispiel das Wichtigste, um vernünftig skalieren zu können. Denn im Endeffekt bringt es nichts, Services zu skalieren, die aber ja, wo ich überhaupt nicht weiß, wo jetzt gerade der Flaschenhals ist oder Ähnliches. Da meine persönliche Empfehlung zumindest ist, Prometheus oder Ähnliches, vor allen Dingen in der Verbindung mit Grafana zu nutzen. Die machen einem sehr schöne Dashboards, wo man wunderbar diese Informationen dann ablesen kann. Dann haben wir noch ein weiteres Problem. Wir haben jetzt wahnsinnig viele Services, die müssen auch erstmal hochgefahren werden können, wieder runtergefahren, verwaltet und. Das kann ganz schnell zu einem riesen Overhead an Arbeit werden. Deswegen sollte man in der Cloud auch unbedingt darauf achten, dass man in irgendeiner Form eine Orchestration macht. Man kann Nomad, Kubernetes wäre meine persönliche Empfehlung. Oder wenn man nur was Kleines hat, eventuell auch nur mit Docker Swarm zu arbeiten. So, wie gesagt, der größte Mehrwert nach meiner Meinung liegt in Conway's Law. Das heißt, die Microservice-Struktur widerspiegelt unsere Organisationsstruktur. Problem ist natürlich hier, die Verantwortlichkeiten müssen ganz klar definiert sein. Da würde ich ein Domain-Driven Design meiner Architektur empfehlen. Die Teams müssen natürlich die Verantwortung auch tragen können. So, jetzt wollte ich noch ein kurzes Fazit für die GIS-Services bringen, die mir dann in meiner Arbeit quasi aufgefallen sind. Und die Frage quasi, wie bereit ist das Open Source GIS für Microservices? Bei Metriken habe ich eigentlich bisher noch nichts wirklich finden können. Das heißt also, die werden typischerweise nicht bereitgestellt.
Bei der Skalierbarkeit ist es meistens etwas besser, aber die sind nicht wirklich darauf optimiert, skaliert zu sein. Das heißt, man muss also selber nochmal die Sorge tragen, dass das auch wirklich funktioniert. Das Logging ist eigentlich relativ gut, kann man aber auch nicht viel verkehrt machen, weil man ja die Logs nur sammeln muss. Allerdings haben auch die typischerweise keine Correlation-ID, deswegen ein kleiner Wermutstropfen ist da doch dabei. Allerdings die Kommunikation, dadurch, dass die meisten OGC-Standards nutzen, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gut gegebene Sache. So, soweit der Vortrag. Wenn es noch Fragen gibt, gerne jetzt. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen? Die haben das alle so direkt auf Anhieb verstanden. Vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage, gibt es bei dir den Fall typischerweise, dass die Dienste auch miteinander kommunizieren? Und wenn ja, machen die es dann direkt oder ist da noch irgendwie eine Middleware dazwischen? Die Services kommunizieren meistens direkt, aber das kommt auch sehr häufig vor eigentlich. Typischerweise eben erstmal über eine REST-API, wenn das einfach nur so eine Abfragegeschichte ist. Muss man aber immer mal gucken, weil wie gesagt, gerade dieses Event-Streaming ist eine echt praktische Sache, dass wenn man die Möglichkeit dazu hat, sollte man sich mal ernst überlegen, ob man die nicht nutzen will, statt einfache REST-Calls zu nutzen. Okay, danke. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Du hattest vorhin gezeigt, der Elk-Stack fürs Logging mit Kibana ausgewertet und dann hinten bei den Metriken gab es dann Grafana Prometheus. Wo würdest du da so die Abgrenzung sehen? Also jetzt nicht Logging auch noch mit Prometheus zu machen und da sowas zu integrieren? Ja, also die Metriken, das sind ja sehr kleine Zahlen und so weiter, mit denen ich nur arbeite. Also ich zähle zum Beispiel die Anzahl der Requests hoch. Ich habe jetzt keine Informationen weiter, denn also das Logging zum Beispiel sagt mir ja, da ist ein Fehler in Zeile so und so passiert oder ich komme mit irgendwas nicht richtig klar. Das ist halt eben dann ein Log, was rausgeht. Es kann natürlich auch rein informativ sein, sowas wie es kam ein neuer Request. Daraus könnte ich auch Metriken natürlich bilden. Die sind aber natürlich nicht so performant wie richtige Metriken über Prometheus. Also man muss sich vor allen Dingen bedenken, man will ja nicht überall unbedingt immer Logs rausschreiben. Das ist ja auch rechenintensiv. Und gerade Metriken, die sind sehr schmal. Das ist ja im Endeffekt nur eine Zahl, die ich irgendwo in meinem Programm habe und die ich hochzähle. Also mit jedem Request wird dann, was weiß ich, die Zahl der Requests hochgezählt und dadurch wird dann aus 5, 6 oder ähnliches, was natürlich kaum etwas in meiner Performance ausmacht. Während ein Log schreiben mit noch eventuellen Stack erstellen und ähnliches viel aufwendiger ist. Weitere Fragen? Vielleicht alle doch ein bisschen erschlagen. Ich habe gerade noch das Problem, mir genau die Größe eines einzelnen Microservices vorzustellen. Wenn eine Aufgabe jetzt auf mehrere Microservices verteilt wird, könnte es natürlich auch irgendwann zu dem Problem kommen, wenn es zu viele Microservices werden, weil ich so feingranular das Ganze aufsplitte, dass die Latenzen im Endeffekt die Laufzeit des Gesamten sehr stark in die Höhe treiben. Das war das, was du eben meintest bezüglich einem Monolith. Kann innerhalb weniger Nanosekunden das Ganze wieder zurückliefern, sagen wir mal. Je mehr Microservices ich allerdings da versuche reinzubringen, um modular zu bleiben und auch wartbar zu bleiben, umso höher ist diese Latenzproblematik. Gibt es da irgendeine Best Practice, um zu sagen, was ist klassischerweise ein Microservice oder ab wann muss ich den splitten in mehrere? Puh. Das ist immer ein sehr großes Problem, das gebe ich zu. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch bei Rewe Digital das Problem, dass wir gewisse Services erst getrennt haben und dann auch nur festgestellt haben, die schreiben ständig irgendwelche Sachen hin und her und eigentlich bilden sie doch einen logischen Block. Das heißt, wir überlegen jetzt, diese auch zum Teil wieder zusammenzuführen.
Das sieht man, glaube ich, aber dafür sind tatsächlich, glaube ich, die Metriken praktisch. Das hätten wir ohne die Metriken auch so nicht festgestellt. Wenn man halt eben einfach mit den Metriken dann sieht, Mensch, hier ist die Response-Time zu groß oder es gehen Nachrichten auf dem Weg verloren, was man halt eben auch in einem kleinen Netzwerk so kaum mitkriegt. Aber wenn man natürlich, wer weiß, wie viele Anfragen hat, dann gehen auch gerne Pakete verloren. Das darf man nicht vergessen. Also ich würde es möglichst klein schneiden am Anfang und möglichst durch Monitoring über Metriken überwachen und gegebenenfalls wieder zusammenführen. Aber eigentlich ist es aus der Struktur heraus nach meiner Meinung meistens besser, die erst klein zu schneiden. Und wir hatten jetzt auch noch kein wirkliches Problem, dass die Latenzen so hoch gegangen sind oder die Response Times, dass es insgesamt so lange gedauert hat. Es geht ja doch schon relativ schnell. Also lieber bottom-up arbeiten, als aus einem Monolithen versuchen, kleinere Pakete zu bauen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Lieber bottom-up arbeiten, also, als aus einem Monolithen dann versuchen, die Fragmente rauszuarbeiten. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Falls es weitere Fragen gibt, steht der Arne bestimmt auch draußen beim Kaffee zur Verfügung.